So, und auch gleich Teil 3, weil ich hier doch noch einige Fragen habe. Vor allem, wenn mir Filmkollektor zum Beispiel eine ganze Liste wieder mal gemacht hat. Oh ja, einige davon sind zwar nicht unbedingt Anime bezogen, aber ich hab gesagt, stolz eure Fragen, stolz eure Fragen. Ich bevorzuge auf der Seite zwar eher die Anime-Sachen und ich wollte eigentlich auf der anderen Seite auf meinem anderen Profil auch noch Q&A starten, speziell für Filme, aber was soll's. Fangen wir mit der ersten Frage an. Was sind deine Top 3 Ghibli-Filme? Solche Fragen finde ich immer irgendwie. Ach ja, übrigens, ich habe jetzt die Zeit genutzt und mir wieder mal die Fingernägel lackiert. Weil die Frage aufgekommen ist: Hast du vielleicht Angst davor oder war das nur so ein Gag? Auf jeden Fall die Top 3 Ghibli-Filme. Also grundsätzlich würde ich. Deswegen mache ich auch keine Top 10 oder Top 20 oder Top 15 oder sonst irgendetwas. Weil. Es gibt für mich keine. Irgendwo was, was über etwas anderem steht. Immer nur das mag ich und das mag ich nicht. Ich kann nur sagen, welche Filme ich am öftesten gesehen habe, und das war Nausicaä, Valley of the Winds. Ich habe mal sehr oft Laputa angeschaut und Prinzessin Mononoke, wenn ich schon, aber wie gesagt, das sind nicht meine Top 3. Ich schaue mal noch belieben alle möglichen Ghibli-Sachen an, genauso wie mein Nachbar Totoro. Ponyo wären zum Beispiel nicht unbedingt auf die Top-Dinge. Es ist kein schlechter Ghibli-Film, bei weitem nicht. Nur eben. Es ist irgendwie. Ghibli kann man immer anschauen. Die Familie, es ist quasi das Disney aus Japan. Nur eben. Ich fühle mich jetzt schon wieder fast schmutzig zu sagen, das ist irgendwie zu vergleichen, weil es gibt nichts Beschisseneres als Disney in meinen Augen. Weil, warum? Das möchte ich dann extra Q&A nach dem, also schon im vierten, besprechen, weil da habe ich auch ein paar Fragen, die sich genau darum beschäftigen. Oh yeah. Und, anscheinend spinnt mein Skype. Egal. Mein Lieblingsfilm von Satoshi Kon. Alle. Wieder, es ist dieselbe Frage wie oben mit die drei Top 3 Ghibli. Satoshi Kon kann man alles anschauen. Ich habe die große Special Edition Box von Millennium Actress und Tokyo Godfathers. Ich habe Paranoid Agents gern gemacht. Wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich sagen, was das Ultimative ist, wenn man Vorstellungen haben will, was Satoshi Kon macht, wäre es Paprika. Beim besten Fall, es wäre Paprika. Warum? Hier ist alles drinnen, was er in den letzten Jahren, was er in den letzten Jahren davor gemacht hat. Weil Paprika und Millennium Actress zum Beispiel ähneln sich sehr stark von der Aufmachung her. Vor allem wegen die Szenarien, die was für zwischen Realität und Fantasie hin und her schwappen. Etwas, was keine westliche Storyline bisher geschafft hat. Bis heute. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch so sein wird, dass auch sein letzter Film, also den er nicht mehr erleben konnte, bis zum Schluss, The Time Machine, auch zu uns kommt. Und das hoffe ich. Es wäre ein Verbrechen gegenüber der Community, wenn das nicht so wäre. Und ich hoffe, es macht jemand vernünftig. Okay? Das ist quasi. Das ist sein letztes Machwerk. Es ist genauso wie mit The Crow zum Beispiel. Das ist ein Machwerk, das seinen Schöpfer oder zumindest den wichtigsten Menschen in diesem Eck nicht mehr. Also, er hat es nicht mehr miterleben können. Okay? Das ist etwas Wichtiges, das ist etwas Großes. Hingestellt der Leistung. Es ist der Sinn der Sache dahinter, okay? Und da fange ich schon an mit diesen Lieblingsfilmen, die weder als Animes noch von der Asylum sind. Alle Arten von Filmen.
Wow! Und eben einen Haufen Metalboxen drin. Ich mag zum Beispiel sehr groß, das sage ich auch von den ganzen Amazia-Sachen, falls die jemand schon mal gesehen hat. Die ganzen entweder schon thailändischen oder koreanischen Mantel- und Degen-Sachen zum Beispiel. Ich bin ein sehr großer Kung Fu- und Karate-Fan, also. Wie gesagt, ich pinne niemals etwas fest. Ich schaue mir in alle Richtungen. Ich bin kein Scheuklappenmensch. Ich weiß nicht, ich sag's einfach so, ich mag's so wie Mr. Burns. Ich weiß, was ich hasse. Und ich hasse diese Sachen nicht. Ich hasse die Sachen, die genau das nicht machen. Okay? Diese Scheuklappen, dieses Scheuklappendenken, das zum Beispiel hasse ich. Ich hasse es, wenn etwas. Nein. Es gibt links und rechts neben mir nichts mehr. Das ist das Hauptproblem, was ich mit den meisten Sachen habe. So, und jetzt, und welche Konsolen? Also ich habe eine Wii und ich habe eine Xbox. Und vielleicht, wenn ich das im Laufe des Jahres etwas mehr Geld erspare, werde ich mir vielleicht auch eine PlayStation 3 kaufen. Vielleicht. Momentan spiele ich auf der Wii zum Beispiel. Oh ja. Yeah. Bikini Samurai Slayer und okay. Und Mad World, wo das hingekommen. Und auf der Xbox normalerweise, und dann probiere ich gerade dieses Spiel aus, obwohl ich. Hey. Konsolenspieler weltweit. Wenn du ein Achievement bekommst, und ich rede nicht nur von der Xbox, okay? Ein Achievement erhältst, weil du durch einen Raum gehst und eine Whiskyflasche austrinkst. Oder einfach nur durch den Raum gehst und ein Achievement bekommst, bekommt der Begriff Achievement irgendwie. Okay? Nicht unbedingt, das ist kein Achievement. Ich atme. Achievement! Irgendwie ist ein Running Gag hier unten, wenn ihr mal ein richtiges Videoschnittsystem mit besorgt oder sowas. Häufig. Also, ich bin eigentlich der große. Ego-Shooter und wie gesagt, ich bin meistens am PC. Also, Duke Nukem ist ja gerade, ich glaube wieder mal zum dritten Mal schon. Metro. Rätselspiele. Noch mehr. Kommt übrigens ein Teil raus. Sieht nicht schlecht aus. Nur spielbar auf dem PC gut, auf der Konsole. Es ist so schwer. Beinahe fertig, bevor ich meinen Seitentag auf. Nicht perfekt, aber gut. Also Großteil ist Shooter und gelegentlich Rollenspiele. Ich bin ein großer Gothic-Fan, vor allem von Teil 1 und 2 plus Erweiterung. Ich finde aber leider halt eben Gothic 3 scheiße. Arcadia war auch scheiße. Risen war auch langweilig. Ich bin doch kein Online-Rollenspieler, weil ich muss echt sagen, das hat mich nie gereizt. Was war denn? God of War ist, wollte ich mir mal kaufen, habe ich mir gekauft. Erweiterung dazu, nein. Simpsons, das Spiel, warum sie nur mal Grand Theft Auto spielen? Und ich bin kein großer Simpsons-Fan mehr. Nee. Meine Lieblingsmanga-Reihe. Ich bin ein großer Ken Adamatsu-Fan, so eben Magister Negi Magi, I A Love You, Love Hina. Von mir aus. Ansonsten, wenn es in die düstere Ecke geht, mehr Blame. Battle Angel, wie schon beim ersten Q&A gesagt. Eine meiner das ist die ultimative Anime- und Manga-Serie, die mal. Und ich hoffe jedenfalls, dass sie niemals eine Live-Action davon machen werden. Okay? Niemals. Genauso wenig wie von Akira. Niemals. Bitte los. Amiland, weg davon. Weit weg. Weit weg. Okay? Ja. Uwe Boll, Genie oder unfähig? Ich meine. Frage zurück, du Genie oder unfähig? Ich habe sehr viele unfähige Menschen. Ich finde, Roland Emmerich ist unfähig. Ich meine.
Ich finde, James Cameron ist unfähig geworden. Was Urbohr ist ein unterhaltsamer Mensch. Warum? Weil er das macht, was er macht. Und zwar gern. Einziges Problem ist, man merkt langsam, dass er anscheinend über seinen eigenen Schatten anfängt zu springen. Und die Sache, die er macht, zu ernst zu nehmen anfängt. Weil Rampage war gut. Nur eben, ich habe zu dem Verdacht, dass seine Sachen dann nicht mehr so unterhaltsam werden. Je besser er, oder zumindest je mehr er Erfahrungen sammelt. Und das ist, was, glaube ich, der Reiz bei seinen Filmen eigentlich ausmacht. Und die gibt offen zu, man braucht einen gewissen Sinn für schwarzen Humor, um seine Filme zu mögen. Und deswegen ist die Frage eigentlich eine Frechheit und du wirst dafür eigentlich in die Fresse gehauen. Wird da jeder Uwe Boll-Fan sagen. Und ich bin Uwe Boll-Fan, also. Ne? Ich bin nur nicht einer von denen, die sagen, ich verteidige das unterhund. Und ich muss einfach nur sagen, ich schaue seine Sachen gerne an, ich finde sie unterhaltsam, schlecht oder gut sind dahingestellt. Was halte ich von Animaniacs? Es ist genauso wie mit den meisten anderen Sachen, bei Warner Brothers und bei Disney. Wie gesagt, Disney war nie gut. Anfänge von Sachen, die sagen du kannst, Qualität. Bei Disney war es zum Beispiel Gargoyles. Das erste wirklich düstere, wo wirklich eine Story hinter ist, wo du sagen kannst, ja. Bitte mehr davon und sie haben damit aufgehört. Bei den Warner Brothers war es genauso. Eben bei Animaniacs, bei Freakazoid, eins von den letzten Sachen, wo ich sagen muss, dafür kann man sagen, Steven Spielberg, danke. Den Rest, nein, danke. Wir wissen, was sie machen. Ich möchte auch in seinen Kristallschädel punchen. Also, so, der Versuch war da. Er war gut. Nur eben, das ist uns wahrscheinlich zu schwer gewesen. Dahingestellt. Lieblingsgenre von Filmen. Schaust du meine Videos überhaupt, Filmkollektor? Ich stelle Sachen vor, die mir gefallen. Dann wirst du hoffentlich wissen, was für Filme mir gefallen. Oder? Man muss nur meine Videos schauen, wenn man weiß, was ich gerne anschaue. Müll! Das ist ja eine Frage, die ist so ungefähr so, hey, ich kenne dich jetzt schon lange nicht leben, was mache ich den ganzen Tag? Ich wohne neben dir. Schau mal die Videos und du weißt, was für eine Filme ist. Das ist eine Frage, was du sagen musst. Diese Frage wirklich rein dafür da, mir ist nur Fahrt. Ich liebe Müll. Ich hab die Tokyo Avengers Sachen da, ich hab Leprechaun da, ich hab Shrink Skulls da, einer von diesen Filmen, die ich bald noch mal vorstellen muss, weil das ist eine Lächerlichkeit, der ist so nicht Horror. Obwohl er sich so ernst nimmt. Ich bin so froh. Ich liebe Müll. Ich liebe Produktionen, die entweder gut gemacht sind, aber kein Talent dahinter war. Oder Talent hinter war und war kein Geld da war. Okay. Ich mag Müll. Müll. In jeder Hinsicht. Abgesehen von Animes. Weil ich bin kein Naruto-Fan. Und dann, magst du Horrorfilme? Ja. Eher ältere? Magst du Horrorfilme? Wie gesagt, schaut jemand meine Videos überhaupt an, wenn seine Fragen kämen? Ich meine, das Video musst du angeschaut haben, das vorherige und das Q&A-Video musst du angeschaut haben, aber du fragst mir ja Sachen, die ich eigentlich mit meinem YouTube-Kanal beantworte. Das finde ich irgendwie lachhaft. Ich meine, das Einzige, was ich in der Frage interessant finde, eher aus den 20, eher aus den älteren Sachen oder 20. Jahrhundert. Wie gesagt, ich finde die Alten wegen ihrer Leistung interessant, vor allem wegen der klassischen Variante von richtigen Effekten, die wirklich was bringen. Und im 2000er Jahr, gibt gute, gibt schlechte, aber nicht mehr so viel ikonische Sachen. Anschauen kann man sich alles, aber ich muss sagen, wenn ich so. Ich bin eher in den 80er und 90er Jahren, was Horrorfilme angeht, interessiert daran. Also. Lieblingsserie als Kindheit? Keine Ahnung. Als Kind habe ich nicht so viel Fernsehen geschaut. Ich habe erst mit vorangeschrittenem Alter und ich muss aufhören, es ist gleich vorbei mit dem Video. Letzte Woche. Achso, das war's ja schon. Ich habe als Kind nicht sehr viele Serien angeschaut. Außer den Zeichentrickserien. Und da waren einige dabei, was sie gerne gemacht haben. Also. Jede Serie als Kind hat mir gut gefallen anscheinend. Okay, dann gleich Teil 4.